Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Bei uns in der Eifelregion gibt es eine ganze Reihe wirklich sehr schöner Flugplätze. Aber ein paar von ihnen stechen vor allem in der landschaftlichen Attraktivität etwas hervor. Dieser hier zum Beispiel, der vom deutsch-amerikanischen Segelflugclub Traben-Trarbach betriebene Verkehrslandeplatz Mont-Royal mit seiner 750 Meter langen Grasbahn hoch über der Mosel. Die Piste liegt knapp 200 Meter über einer großen Moselschleife und steigt mit knapp 2% leicht an. Rechts Mosel, links Mosel, dazwischen Berge. Und wenn in der Platzrunde das Gelände rechts und links höher ist als die eigene Position, dann ist das schon bemerkenswert. Außerdem wartet dieser Flugplatz auch noch mit einer historischen Besonderheit auf. Auf diesem Bergrücken stand im 17. Jahrhundert eine große Militäranlage des Sonnenkönigs Ludwig XIV., die Festung Mont-Royal, nach der dieser Flugplatz benannt ist. Mit einer Garnisonsstärke von 5000 Mann und 3000 Pferden war Mont-Royal damals die größte Festungsanlage ihrer Zeit. Die Franzosen selbst haben sie dann gegen Ende des 17. Jahrhunderts wieder zerstört. Heute sind nur noch Überreste vorhanden. Ich darf ausnahmsweise mal für ein paar Fotos die Linksplatzrunde auf die Piste 36 benutzen. Normalerweise fliegen alle Flugzeuge über die Rechtsplatzrunde, also die im Osten liegende Route, ein. In Traben-Trarbach wird immer gegen die Steigung gelandet und mit dem Gefälle gestartet, ganz unabhängig vom Wind. Ich war hier auch schon einmal, kann die bremsende Wirkung der Steigung ganz gut einschätzen und kann daher auch noch hinter der Halbbahnmarkierung aufsetzen. Auf diese Weise erspare ich mir, mit viel Motorleistung den Berg hinaufzurollen. Das Durchstarten gegen den Hang hingegen kann schwierig sein, falls es dann wegen der Bäume am Ende des Platzes überhaupt noch geht. Aber aufgrund der Länge der Piste ist die Landung hier nicht besonders schwierig. Delta Mike Zulu, abstellen links unterhalb der Moran. Mike Zulu, Wilco. Nach einer Stärkung in der gemütlichen Gastronomie fliegen wir nun weiter nach Mainz, wobei uns die Route direkt durch die Kontrollzone von Frankfurt-Hahn führt.
Die Genehmigung bekommen wir sofort. Allerdings müssen wir wegen einer startenden Ryanair-Maschine noch einen kleinen Turn nach Norden ausweichen. Als die Maschine abhebt, bekommen wir die Anweisung, wieder auf das geplante Routing zurückzukehren. Eine halbe Stunde später sind wir in Mainz.